Herzlich willkommen, liebe Leute, zurück bei Pokémon Platinum Exchange. Kraxler needed. Aber warum denn? Haben wir Tobi nicht mehr drin? Wir haben Tobi nicht mehr drin. Das Problem ist, wenn Kraxler needed ist, wer soll es denn kriegen? Panferno würde ich eher nicht sagen. Kraxler macht keinen Schaden. Aber warum nimmt Steffi denn nicht eins von ihren raus, wenn Kraxler needed ist? Ist schwer zu sagen. Wir machen mal weg hier. Das wird jetzt hier länger dauern. In dieser Folge. Kann ich das sagen. So. Schön weg hier. Da, da, da. Warte mal, das hat Grants ja geschrieben. Oh, das Tobi kann man hier nicht lesen. Naja, ich verstehe mal nicht, warum Grants das sagt, weil er hat ja Tobi rausgenommen. Das Problem ist, ich kann ja jetzt nicht ein Pokémon rausnehmen, beziehungsweise ich kann ja jetzt nicht... Wie soll ich denn rausnehmen? Panferno hat ja schon Zerschneider. Das ist unser stärkstes Pokémon. Was soll er denn verlernen? Tempo-Hieb oder so ein Kram? Wir haben ja Tobi. Es ist ja nicht so, dass Tobi irgendwie überhaupt nicht dabei ist. Und wenn ich Batman rausnehme, ist auch wieder Holland in Not. Also, ist alles nicht ganz so cool. Wir brauchen auf jeden Fall... Keine Ahnung, wir müssen gucken, wir müssen trainieren, weil wir gegen Cyrus keine Chance haben. Also vielleicht können wir über Weideburg zur Arena. Zur letzten Arena. Kraxler needed, ey. Ich will mich doch trollen. Ach, das ist das behinderte Ding. Dass mir das immer wieder passiert hier, so. Das geht so nicht, Grants, das kann ich dir jetzt schon mal sagen. Kraxler needed. Dann nimmst du Tobi mit und dann haben wir Kraxler. Aber sonst wird das ja alles nichts. Wir können nämlich nicht einfach noch ein neues Pokémon fangen. Welches soll ich denn rauslegen? Panferno ist unser stärkstes Pokémon. Und Batman kann fliegen. Also. Das sehe ich also eher als schlechten Chat. Oh nein. Stopp. Ja, dich meine ich. In Sonneweg ist, das sich am Ende dieser Straße befindet, hat es einen Stromausfall gegeben. Sie arbeiten bereits daran, die Störung zu beheben. Aber die Straße bleibt trotzdem vorerst gesperrt. Jo, ich kann nichts machen, wenn Kraxler needed ist. Weil Tobi das ja kann. Ich kann nur trainieren. Ich weiß nicht mal, was ich trainieren soll. Beziehungsweise wo. Wenn wir gegen die Eisviecher trainieren hier oben. Die sind ja gar nicht so schlecht. Oder wir müssen halt im Kraterberg trainieren. Ist aber schwer zu sagen, wie wir im Kraterberg trainieren sollen. Wo soll ich denn trainieren gehen? Fliegen wir mal hier hin. Das müsste ja das zweitstärkste Gebiet sein. Ob ich Dings da trainieren kann, ist natürlich so eine andere Sache. Aber im Eis kann ich auf jeden Fall nochmal Panferno ein bisschen trainieren, obwohl der schon ziemlich stark ist. Aber was soll ich machen? Wir brauchen ein starkes Pokémon, was richtig reinklotscht. Ach nee, im Schnee bringt das ja nichts.
Jo. Nur Auserwählte dürfen den Tempel von Blitzach betreten. Es tut mir leid, du musst wieder gehen. Danke für gar nichts. Kraxler needed. Komme ich nicht so drauf klar gerade. Was kann ich hier denn so im Shop kaufen? Willkommen! Wie viele Beleber haben wir? 8. Machen wir 10 voll. Sollte erstmal noch mal reichen. Okay, wir haben schon so viele. Top-Trank haben wir keinen mehr. Da klatschen wir uns mal welche rein. Wir haben ja so viel Geld. Und wir haben Top-Schutz, wir haben alles. Naja, gut. Ja, kann ich nichts machen. Was soll ich machen? Ich soll hier angeblich trainieren. Aber für was denn? Und wo denn? Ohne Kraxler kommen wir ja nicht zum Dings. Okay, kann ich hier irgendwo rumfahren, dass wir hier Wasser-Pokémon klatschen können? Fliegen wir mal nach Schleiende. Ach ne, da oben war das Hauptquartier. Oder wir haben Glück und durch einen Lucky Punch kriegen wir irgendwie mal Cyrus besiegt. Ja, hier gab es diese ganzen Pokémon, die ganzen Flug-Pokémon und so. Aber die sind Level 21, das ist ja nichts. Da können wir uns ja dumm und düsig kämpfen. Für 300 kriegt McToast nichts. Aber ohne Kraxler brauche ich gar nicht anfangen. Und ich will es Panferno nicht lernen. Das ist... Weil das würde das Pokémon halt so ein bisschen zerstören, dadurch, dass er halt Nahkampf hat und Tempo und das Flammending. Das sind Sachen, die alle wichtig sind. Und trotzdem soll ich ihm Kraxler beibringen, das wird so nichts. Ein Junge ging es jetzt in den Enton. Beziehungsweise, da waren ja die Enton. Das wiederum ist ein sehr cooles Pokémon. Wir beißen es mal. In der Hoffnung, dass das nicht alles abzieht. Okay. Sichlor wäre cool gewesen. Jetzt muss ich ja halt kämpfen und warten. Pony da. Gara, das ist ja auch schon zur VM-Dings verkommen. Das Problem ist, dass wir Gara das halt auch brauchen.
Sonst wäre das halt noch eine. Wobei. Ja. Egal, ich kann, brauchst ja nicht mal versuchen, zu Cyrus zu kommen, weil ich nicht durchkomme. Weil, ich komme ja nicht durch, weil wir keinen Kraxler haben. Windhose wollte ich eigentlich nicht einsetzen, ich wollte eigentlich Surfer einsetzen. Das wäre vielleicht auch noch was, irgendwie Sifo zu trommeln. Das hat sich ja quasi gerade erst entwickelt. Oder kommen wir da hoch mit, ohne Kraxler? Wäre ja mal eine Idee. Habe ich natürlich gar nicht bedacht, dass wir das vielleicht schaffen. Beziehungsweise ich werde Sifo versuchen zu trainieren. Da hätte man sich hochkraxeln können. Da hätte man hochkraxeln müssen. Na gut, da stirbt die Idee dann schon. Oder spiele ich jetzt gerade gegen das Team, wenn ich Kraxler nicht an Panferno gebe? Ich hoffe nicht, ne? Oder? Ne, da kann ich eigentlich nichts für, dass ich das nicht an Panferno geben will. Das ist schwer zu sagen, Leute. Da geht's raus. Gehen wir da nochmal raus. Ach, hier sind wir jetzt. Brauchen wir auch Kraxler. Das ganze Ding hier ist zum Scheitern verurteilt ohne Kraxler. Die werden sich ver... oder Grants wird sich auf jeden Fall schon mal was dabei gedacht haben. Na, wobei, hat er sich dabei was gedacht? Ich soll wahrscheinlich in den sauren Apfel beißen und dann sagen, gut, das lernt Panferno dann. Kann ich mir vorstellen. Das ist das Dumme an VMs, das sind wirklich... Dass das halt wirklich noch gibt in Pokémon, ist ein bisschen doof. Weil man seinen Pokémon nie VMs beibringen will. Die sind nämlich nie stark genug, als dass sie einem normale Attacken ersetzen können. Und das macht das, dass man das nicht möchte. Also, Surfer zum Beispiel ist noch eine richtig gute und was gibt's noch? Ich weiß nicht, die anderen sind alle ziemlich schwach. Und das ist das, was es halt zeigt, dass es total doof ist. Weil man möchte ja gerne mit seinen stärksten Pokémon kämpfen. Und, aber die dann immer dabei zu haben, ist dann doof, weil man dann denen ja VMs beibringen muss. Das macht das Ganze halt dann wieder kaputt. So, als kleine Schale sehen wir jetzt mal kurzerhand. Ja, ich weiß es nicht. Wenn wir nächste Folge immer noch nicht dabei haben, also Tobi wieder dabei haben, dann
weiß ich das auch nicht. Wir müssen halt so lange gegen Cyrus kämpfen, bis wir... Bis er keine Pokémon hat oder bis er schwach ist oder keine Ahnung. Wieso bin ich jetzt eigentlich weitergelaufen? Ich wollte gerade mich verabschieden. Na gut, das mache ich dann, wenn ich kämpfe. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Lasst auch einen Daumen da. Morgen geht's weiter bei Steffi. Ich bin gespannt, was sie sagt, was Steffi sagt, was sie machen wird, weil ich denke, wir brauchen Tobi und nicht Kraxler. Ja, schaut doch mal rein bei Steffi und dann übermorgen bei Grants. Dann könnt ihr ja mal hören, was er sich dabei gedacht hat. Wir sehen uns im nächsten Part. Übernächsten Part. Also bis dahin sagt der Grohe erstmal. Ciao.